Initiative tausch. Ja. Bam. So, Timo hatte zuletzt eine falsche Antwort gegeben, richtig? Die Runde geht nicht mal los. Timo hat eine falsche Antwort, habe ich noch im Kopf. Welcher Farbe wird Tengulist offiziell zugeordnet? Braun. Ja, stark. Welcher Starter, Mega-Pokémon und so, alles mit reingezählt, hat den höchsten Verteidigungswert? Alter Finne, nochmal eins. Jetzt siehst du mal, wie es mir immer geht. Scheiße, das ist nicht meine Runde. Meganie, ach komm, ich geh auf Klo. Meganie gar nicht so weit weg. Ja? Meganie gar nicht so weit weg. Mega Bisaflor wäre es gewesen. Ja. Zumindest der Pflanzenstarre. Und das Mega im Namen. Und Mega ist drin, richtig stark. Ja. Das war eine gute Antwort. Locky, das ist jetzt natürlich eine gute Frage, die man wissen sollte. Du hast vorhin schon irgendwas mit Rocco gesagt. Du scheinst Rocco Experte zu sein. Ja, ja. Welche Fähigkeit besitzt Roccos Rihorn in Heart Gold Soul Silver? Blitzfänger. Nö, Robustheit. Ach, ja, kann Rihorn überhaupt Robustheit haben? Nö, kann er nicht. Das der ist das Besondere. Ja, lol. Der ist ein Cheater. Holy shit. In welcher Region gibt es denn die meisten Regionalentwicklungen? Hisui. Das ist richtig. Hisui hat 7. Hör auf mich nachzuhelfen. Es gibt Strafpunkte gleich. Hisui hat 7, Alola hat 3, Galar hat 2 nur. Wie entwickelt sich Irbis zu Pumpkin? Irbis zu Pumpkin, Level Up mit Halloween. Das ist eine sehr kreative Antwort, aber ist komplett falsch. Ist halt per Tausch. Halloween. Kann man machen. Aber klang plausibel oder nicht? Klang übel plausibel. Ja? Nenne ein Starter-Pokémon mit einem Dual-Type. Der ganz kleine. Ja. Ja, dann Bisasam. Richtig. Ansonsten gibt's nur noch Baus. Das war's. Wann erschien Pokémon Let's Go? 2019. Das ist falsch. 2018. 18. Ihr dürft wieder voten. Let's go. Dann hat Blocky gewählt Imposter TV, was halt Masels zu sein scheint. Was Lenny wählt Timo an der Stelle. Let's go. Pokémon Let's Show Pikachu. Oh. Apropos Let's Show. Wir sind bei Let's Show und der votet Masel. Meganie war so nah dran. Okay, 2018 war auch nah 2019. Das weiß man. Ja, da liegen aber ein paar Monate dazwischen. Okay, zwischen Megane und Bisaflo auch. Also. Tatsächlich wahr. Fresen hat gerade schon ungläubig gesagt, weiß man nicht, im Kontext auf Masel. Und er hat gewotet Marcel. Möchte ich nochmal hervorheben, sehr förmlich hier. Dann haben wir Timo. Der hat gewotet Lecho. Sammy hat gewotet Timo. Zu guter Letzt noch Masel, der Timmy Turner gewählt hat. Es ist unentschieden zwischen Timmy und Masi. Ja. Wir machen jetzt eine Schätzfrage. Wie viele mögliche Starter-Pokémon stehen in Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel zur Auswahl? Wie viele Starter-Pokémon kann man wählen? Über dem Bett. Ich hoffe, es ist komplett falsch. Ey, ich hab extra keinen Plan. Das mach mal immer besser. Masel hat gerade durch den Matrix gesehen. Okay. Geil. Ja. Ihr habt beide etwas eingegeben und ihr seid also, beide nah dran. Wenn Marcel das komplett falsch macht, soll er bitte beide Leben verlieren. Das wäre jetzt so schrecklich. Masel hat 16. Und Timo hat 18 geschrieben. Glaub, es sind 17. Und ihr werdet lachen, weil es ist 19. Damit ist Timo näher dran und Masel verliert sein Herz. Ich hab doch extra gezählt. Ich hab's vor meinen Augen gesehen. Ich hab schon die Poster. Ich hab den Release vor meinen Augen. Ich weiß ganz genau, was. Und deswegen trägst du eine Brille, mein Freund. Und damit droppt Masel auf ein Herz. Ich übe jetzt. Das muss hier stehen. Das muss um 3 Uhr nachts wie aus der Pistole geschossen kommen. Du hättest in Vorbereitung auf dieses Format üben können. Du wusstest am allerlängsten von allen, dass wir das heute machen wollen. Ist das? Ja, du warst der Letzte, aber. Ich bin gespannt, ob Sammy das wissen wird. Och Mann. Es ist nicht spezial. Also doch, es speziell kommt vor. Der Frage. Gehörte der Kampftyp bis zur 3. Generation zum physischen oder speziellen Schaden? Physisch? Exakt. Ja. Welchen Typ, wenn wir schon mal dabei sind, verwendet denn Arenaleiter Falk? Flug. Das ist korrekt. Gibt es die Attacke Klingenschwall? Ja.
Exakt. Ibitak ist immer weiblich. Falsch. Korrekt. Wie heißt die Vorentwicklung von Brigaron? Igamaro. Nee. Igasanisch. Keine Chance. Okay, okay. Notiert. Ist drin. Welche TM erhält man von Sabrina, wenn man sie in Generation 1 besiegt? Psychokinese oder Psywelle? Das brauchst du nichts zählen, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Manchmal musst du beim Poster schauen. So Rengard. Ich glaube, Psychokinese bekommt man als TM in einem Haus in Sabrina Stadt. Und deswegen sage ich Psywelle. Und Psywelle ist richtig. Wie viele Käfer-Pokémon sind schneller als 130 Basepunkte? Zwei. Zieh mal durch. Ninjas und Hydragiel. Es wären Ninjas, Hydragiel, Chabelle und Megabieber. Wie lauten die Namen der vier Inseln in Alola? Pala? Pala sei es doch der Opio, ne? Ja. Aber da heißt doch alles gleich, muss man dazu sagen. Also alle vier ist schwierig. Tiki Winky, nee, echt Tipsy, schwer, ja. Lala und Po, keine Ahnung. Lala gar nicht so falsch. Ja. Mele Mele, Akala, Ula Ula und Pony wären es gewesen. Ich sag, wenn man sie hört. Auch nicht so. Auch nicht ganz falsch. Okay, Eselsbrücke ist jetzt da. Gibt es eine legale Shiny-Variante von Wulaosu? Hab kein Poster, also nein. Das ist korrekt. Welches Mon hatte bis zur vierten Generation den exklusiven Typen Stahlboden? Bis zur Generation 4 Stalos dann. Exakt. Was ist die Spezialattacke von Gala Lashoking? Giftschock. Es wäre Schauderspruch gewesen. Ich könnte nicht an zwei Händen abzählen, bisschen wie häufig ich Present gefragt habe, was die gesagt hat. Ja. Und von wem sie kommen, Team hat's überhaupt nicht gewusst. Present, was ist denn eine Attacke? Ihr dürft jetzt natürlich wieder entscheiden, wer soll das nächste Herz verlieren. Was war Timos Frage nochmal? Wie viele Käfer-Pokémon über 135 haben? Ja. Timo, schwierig. Schon sehr dumm. Schon dran. Wir haben Blocky, der geht hier für Sammy. Wir haben Lenny, okay. Der geht für den einzig wahren 1 und 1 Mann Marcel. Ich hab alles richtig beantwortet. Du cheatest mit Postern. Ich hab so geile Imagination in meinem Kopf. Im Pokémon müsste ich dann schon alles und habt ihr gemerkt, wie er extra ein schlaues Wort benutzt hat? Imagination, um schlauer zu wirken. Schlaue Worte Poster. Lecho votet Timo. Present, der votet Lecho. Timo, der votet Litchi. Sammy, auch für Lecho. Ich hab nur noch Igastanisch gesagt. Auch für Lecho. Ich red jetzt auch einfach, damit ihr mehr Fluss gleich Lecho also 4 Votes bekommen. Überrascht mich selbst ein bisschen. Der dürfte. Dann sind wir jetzt bei 3 Leute mit nur einem Herz. Marcel, Sammy und der Favorit von allen, Lecho. Na gut, Lecho. Bisher underperformst du ein bisschen, aber das ist okay. Was macht denn die Fähigkeit Duftnote? Zurückschrecken. Also Angriffe können zurückschrecken. Zu wie viel Prozent? 30%. Na, 10. Ja, na, wir müssen ja immer noch so ein bisschen raus. Gibt so ein bisschen mehr falsche Informationen. Welches Mega-Pokémon hat den niedrigsten KP-Wert? Metales. Du hattest 3 Pokémon, die du nennen konntest. Meditalis war keins davon. Zubiris, Flunkiefer, Diancie. Welcher Pokémon-Typ ist unter den Gen 1 Pokémon der seltenste? Drache. Drache? Ja. Nö, wäre Unlicht gewesen mit 0. Okay. Oh, was? Aber ja, das ist richtig, aber. Okay, ist korrekt. Ja, ich sehe schon. Ich aber da kann man kein Auge drauf machen. Ja, es gibt zum Beispiel auch mehr Feen-Pokémon. Sagen, ja. Das seltenste Wesen auf der Welt und dann sagt Einhorn, weil Einhorn ja, aber also ich nein, ich verstehe das schon. Ich weil es halt gibt mehrere Feen-Pokémon. Ich bin nicht von Generation 8 ausgegangen, sondern von Generation 1. Boah. Wie viel Geld erhält man, wenn man das Item Riesenperle verkauft? 1000. 4000 gibt's direkt. Nenne ein Pokémon, das seine Fähigkeit bei der Mega-Entwicklung behält. Ich hab so eine Blockade. Scheiße, ich will nicht gehen. Gib mir noch eine Chance. Ich hab dir so eine gute Vorlage gegeben, Marcel. Du kannst nicht noch schlechter antworten. Ich sag Mega. Mega Rex Blizzer. Das ist richtig. Blocky ist die Typenkombination von Alola Sandan und Sandama einzigartig. Die beiden gibt es, ja. Ja, aber ansonsten noch irgendwen? Nee, glaub nicht. Das ist richtig, ist einzigartig, abseits von den beiden. Buchstabiere Initiative-Tausch. Initiative-Tausch? Ja. I-N-I-T-I-A-T-I-V-E-T-A-U.
USCH. Sehr gut, sehr gut. Und eine Frage machen wir noch an Let's Show. Wann erschien denn Pokémon Platin in Europa? Kleiner Tipp, da warst du noch nicht geboren. 2009. 2007. Ne, 2009 wäre richtig gewesen. Dir wurde die Antwort gegeben, du hast sie nicht genommen. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Können wir kurz darüber unterhalten, dass Marte sich gerade in seinem Zimmer mit Wasser bekippt hat? Mir ist so warm gewesen. Ich habe alles, Alter, die Frage gerade, das hat mich so gekillt. Ich glaube, war keine leichte Runde. Also Marcel hat zum Beispiel richtig geantwortet, aber war trotzdem irgendwie dumm. Blocky hat gesagt, Marcel. Wir gehen rein bei Lenny. Lenny sagt, Sammy. Lecho sagt, Present. Present ist dran. Marcel. Timo sagt, Marcel. Noch besteht eine kleine Chance. Marcel sagt, Lecho. Und damit, Sammy hat gewotet für Marcel. War's das leider? Mit Marcel. Tut mir leid, Kloman. Mal auf mit deinem Russisch jetzt. Scheiße. Und das war es leider für Marcelinho. Es war mir wirklich eine Freude, dass du dabei warst. Einfach ein paar mehr Pokémon-Poster. Ich sehe da hinten Poster, die nicht Pokémon sind. Das ist Platzverschwendung. Muss gerne werden. Viel Spaß noch. Bye-bye. Erste Frage an Lecho. Wo sind wir in der letzten Runde stehen geblieben? bei dir. Was ist die Spezialattacke Present von Heatran? Auf Deutsch, Moment, heißt die Lavasturm. Das ist richtig. Ich habe erst Haitaira gelesen und war verwirrt, dass Lavasturm die Antwort ist. But hey. was macht das Item Schrägrauch im Kampf? Blindchance. Nö, verstärkt Psychoattacken um 20%. Major Bob ist der einzige Arenaleiter von Urania City, sowohl im Manga, Anime als auch in den Spielen. Achso, ja. Als auch in dem Spiel. Ist der einzige Arenaleiter von Urania City. Ich dachte, da kommt noch was. Richtig oder falsch? Falsch. Wäre richtig gewesen. Nur Major Bob ist in Urania City. Ja, aber in Journeys war doch in Urania City eine Arenaleiterin. Die eine, die ihn ersetzt hat, ja. Die war dort die Arenaleiterin. Dann, Sammys Antwort scheinbar richtig. In der Folge, im Anime, kommt er nämlich sogar am Ende und gratuliert Ash, dass er auch gewonnen hat. Bonuspunkte. Okay. Wann erschien denn Pokémon Stadium in Europa? 1999. 2000. Welches Pokémon hat den höchsten Spezialangriffswert aus Generation 3? Rayquaza. Rayquaza wäre das, wenn man so Formen außer Acht lassen würde. Ansonsten wäre es Deoxys in der Angriffsform. Wie viel kostet das Item Energiestaub im Pokémon-Markt? 1500. Welcher Pokémon-Typ ist unter den Generations 4 Pokémon der seltenste? Feuer. Fee. Mit zwei Pokémon. Wie entwickelt sich Kadabra zu Simsala? Durch Tausch. Stark. Sammy. Setzt ein Pokémon mit der Fähigkeit Ruhegewalt eine Attacke mit Zusatzeffekten ein. Erhält es ganz normal Heilung durch das Item Muschelglocke, sofern es dieses Item trägt. Richtig oder falsch? 50-50, ja. Sammy. Ja. Ist richtig? Ist falsch, leider. Keine Heilung. Wie kann man das nicht wissen? Also aber ausgerechnet bei Sammy diese Frage, also es ist... Halbe Doktorarbeit. Ja, wir sind auf jeden Fall durch. Verstanden, so. Ich musste auch zu viel lachen währenddessen, weil ich schon gesehen habe, dass da so ein Knüllertext kommt mit Fähigkeit, dann wusste ich schon, oh. Ich habe keine Ahnung. Ich mache random.org. Das fickt mich wieder, hör auf! Ich kann mich nicht selber. Blocky ist hier gegangen für Lenny. Dementsprechend der Random Vote von Lenny auf Blocky vielleicht gar nicht so verkehrt. Bauchgefühl. Letcho wählt an der Stelle Timo. Present, der wählt Lenny. Tut mir leid, Gen 3 ist mein Lieblings-Gen und da... Werden keine Fehler verziehen. Timo wählt Blocky und Sammy wählt Lenny. Blocky behält seine Herzen. Lenny verliert sein zweites Herz. Okay, wir sind stehen geblieben bei Sammy und der guten Frage rund um Ruhe, Gewalt, Muschelglocke, Zusatzeffekt, man kennt. Eine ähnlich komplizierte Frage tatsächlich bekommt Blocky jetzt. Und zwar, welches Pokémon hat die Pokédex Nummer 1? Dieser Samen. Das ist korrekt. Lenny, wie heißt die Vorentwicklung von Belectro?
Voldi. Stark. Wie heißt die Spezialfähigkeit von Aranestro? Wasserblase. Richtig. Welches Pokémon hat den höchsten Initiativewert aus Generation 1? Bevor ich zu schnell sage, ja, Mewtwo Aerodactyl, 130 Base Speed. Oder Elektroball mit 150. Ja, ne? Elektroball ist. Timo, gibt es Geschlechtsunterschiede bei Luxtra? Ja, Mene. Richtig. Wie heißt die Region von Pokémon Tekken? Mayonnaise. Ja, sowas. Ferrum wäre es gewesen. Ferrum. Ja. Wie viel kostet das Item Kraftwurzel? 1000. 800. Bisher hat noch niemand eine Marktfrage richtig, glaube ich, ne? Keine FDP-Wähler hier. Lenny. Was ist die Spezialattacke von Porygon, Porygon 2 und Porygon Z? Verwandler. Nicht ganz richtig. Umwandlung und Umwandlung 2 wäre es gewesen. Ja. Was macht die Pirsifbeere? Pirsifbeere heilt Vergiftungen. Richtig. Ist Morpekos Typenkombination einzigartig? Elektro-Unlicht? Ja. Richtig. Ein Pokémon setzt die Attacke Power Punch ein. Nenne eine offensive Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt, aber Power Punch nicht unterbricht. Sin? Eine offensive Attacke. Ach so. Keine Ahnung, Auflegung oder so ist nicht. Lawine, Vergeltung, Drachenroute und Überkopfwurf, weil sie eine niedrigere Priorität haben. Okay. Von welchem Arenaleiter stammt folgendes Zitat? In der Region, in der Arenaleiter ist, habe ich oft meine Arena umgebaut. Als ich einmal zu viel Strom benutzt habe, sind in der ganzen Stadt die Lichter ausgegangen. Deine Mutter. Keine Ahnung. Ich geh doch Mutter, was hier los? Es wäre Volkner aus Sonnewiek gewesen. Damit ja, ich hätte gedacht, zieht durch. In Illumina City, das klang irgendwie. Ja, zumindest auf Elektroleiter hätte man es irgendwie eingrenzen können. Ja, ja, ja. Ob man darauf kommt. Aber auch wegen Stadt, so weißt du, weil Illumina City. Ich bin Viermeister, so. Timo. Ja, okay, sorry. Flocky, der hat gewotet. Sammy. Lenny hat gewotet. Sammy. Lecho hat gewotet. Sammy. Present hat gewotet, Sammy. Und damit sind es die Mehrzahl aller Leute. Timo hätte noch gewählt, Present. Wollte ich nochmal anmerken. Nein, Moment. Ich muss dazu sagen, Present, warte. Also erstmal, Sammy, ich hab deinen Rücken, okay? Aber ich fand, Elektroball war schon echt lost. Na, Sammy guck mal. Ich hab deinen Rücken. Das weiß ich jetzt nicht. Ferrum, was actually jetzt nicht so easy ist. Und sie hatte das mit der Stadt, seien wir ehrlich. Na. Und da mache ich auf Elektroball, sage ich, war die dümmere Antwort. Wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass Sammy keine Shiny-Frage bekommen hat, obwohl hier einige eigentlich drin sein sollten. Bisher für kommen Mayonnaise sie nicht. Deine Mutter. Ist okay, Flo, das merke ich mir. Du traust dich bei der nächsten Convention nicht mehr, mich anzusprechen. Ich musste mich dieses Mal schon überwinden, aber jetzt habe ich echt Angst. Ja? Ich komme so mit Schienbein schon an. Dann traue ich mich wieder. Die Höhe passt gut zum guten Kicken. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem fürs Einladen. Hey, und euch noch viel Spaß. Mach's gut, tschüss. Dann tschüss. So, und damit sind wir angekommen bei der Zerstörung des Overlays. Kann aber die Zeit wieder überbrücken. Zeit für so ein Video. Ja, Reese um die Ecke zerstört das Overlay einfach. Schaut euch mal Chimpad an. Stell euch mal vor, seine Nase wäre so sein Gesicht. Oh nein, nicht schon wieder David. Wir haben auf jeden Fall 3 Leute mit 2 Herzen, nämlich Present, Timo und Blocky, und 2 Leute mit einem Herz, nämlich Lenny und Lecho. Und mit welchen beiden Typen hat der Eistyp kein Pokémon mit Dual-Type? Fee und Feuer. Komplett falsch. Normal und Gift. Was? Ja, Eisfee gibt's für Nona. Halt. Oh, stimmt, den gibt's. Und Flampivian. Aber sehr selbstbewusst. Das musst du mir lassen. Fand ich auch gut. Na, wie ist das, kann ich. Welchen neuen Effekt erhielt der Ewigstein in der 7. Generation? Er hält nicht ewig. Er schützt sich vor Bedroher. Er hält nicht ewig. Seit Pokémon Sonne und Mond bewirkt der Ewigstein außerdem, dass die Regional- bzw. Standardform des Trägers durch Zucht vererbt werden kann. Gibt es Geschlechtsunterschiede bei Kaumalat? Ja, die Flosse. Okay, strong. Wie heißt die Vorentwicklung von Mauzinger? Die Vorentwicklung von Mauzinger ist Mauzi. Oh, Galar-Mauzi hat man jetzt aber schon ein bisschen präziser bei so einer leichten Frage antworten können. Jetzt sogar auf der Pokémon-Karte drauf rein. Wir befinden uns hier in den Finalrunden, mein Freund. Bisschen Präzision. So, ja. Welcher Arenaleiter hat nur ein einziges Pokémon in seinem Team? Nur ein Pokémon? Scheiße, sind alles nicht die ersten Arenaleiter. Dann sage ich...
Jetzt halte ich fest, ich sag Conny, weil du kämpfst gegen sie mit ihrem einen Lucario, aber nicht im Arena-Kampf und du hast es nicht dazu gesagt. Gesucht wäre gewesen Major Bob in Pokémon Gelb mit Raichu, ganz simpel. Aber ist, okay. Ist ja richtig. Naja. Ist es richtig? Könnt ihr selbst entscheiden, Leute, ne? Wie viele Pokémon gab es in Generation 1? 151. Welches Pokémon hat die Pokédex Nummer 2? Bisaknoss. In welcher Stadt findet man die Turmruine? Turmruine ist in Sonneweg. Ne, in Tech City in Johto. Welche Fähigkeiten haben Smog, Mog und Smogon in der 8. Generation dazu bekommen? Reaktionsgas. Die Frage war Fähigkeiten. Ich möchte präzise Antworten von dir. Reaktionsgas und Nebelerzeuger. Naja, hat er nicht dazu bekommen, die hatte der. Es geht um Smog, Mog und Smogon. Duftnote hat er auch noch dazu bekommen. Schade, Present. Schade, Present. Ihr dürft wieder abstimmen. Letcho hat irgendwas Dummes gesagt, oder? Und Blocky ist tatsächlich jemand, der sich manipulieren lassen hat. Er hat Present gewotet. Sehr gut, Blocky. Sehr gut. Was? Lenny hat gewotet, Timo. Dann haben wir Letcho. Der ist an der Stelle für Blocky gegangen. Wir haben also nur noch zwei Votes offen. Es steht 1-1-1. Present geht ebenfalls für Blocky. Und jetzt die letzte Chance. Kann Timo Blocky hier nochmal retten? Nö. Er wurde auch Blocky. Auch und von daher verliert Blocky hier sein zweites Herz. War aber auch zurecht. Du hast es aber mit einem wirklich Selbstbewusstsein gesagt. Die Confidence war stark, aber es ist gleichzeitig das Gefährliche. Wenn du mit einer Confidence was Dummes sagst, dann bist du ja meistens noch dümmer. Ich war mir mal so sicher, dass Uruguay in Europa liegt, aber ist dann ja trotzdem. wollt ihr noch euer Wort noch mal ändern? Timo, gibt es eine Alola-Form vom Typ Käfer? Nein. Das ist korrekt. Wie heißt die Spezialfähigkeit von C-Krom? Turbobrand? Es wäre Terravolt gewesen, aber für Reshiram wäre die Frage richtig. Ja. Abzüglich von Meisterdetektiv Pikachu, wie viele offizielle Pokémon-Filme gibt es derzeit? 20. 23. Nächste Chance für dich, endlich eine Pokémon-Marktfrage richtig zu beantworten. Wie viel kostet ein Hyperheiler? 600. 400. Welches Pokémon hat den niedrigsten Spezialverteidigungswert aus Generation 2? Verteidigungswert. Ich hätte jetzt Inkognito gesagt. Es wäre Fluffeluff gewesen. Ist die Typenkombination von Kokowai einzigartig? Pflanze, Psycho. Aber Owai hat die auch. Also, nein. Ja, immer in der Evolutionsreihe. Achso. Pflanze, Psycho. Ich sag trotzdem nein. Nein, ist richtig. Ja, Jasmin besitzt in jedem Team ein Starlos. Richtig? Ja. Ja. Sind Starter-Pokémon tendenziell eher weiblich oder eher männlich? Ja, männlich. Gibt es Geschlechtsunterschiede bei Dratini? Ich würde sagen, ja, an den Ohren. Also diese. Nope, gibt keine Geschlechtsunterschiede. Sabrina ist eine Schauspielerin in Pokéwood. Richtig? Nein. Doch, sie ist eine Schauspielerin. Nein. Welcher Starter hat den niedrigsten Initiativewert? Igamaro. Chillast wäre es gewesen. Welches Pokémon hat den niedrigsten Verteidigungswert in Generation 8? Dieser Käfer, der erste rote Käfer. Naja, der erste rote Käfer wäre richtig gewesen. Sensekt ist es. Und damit Sensekt, sag ich doch. Sind wir durch. Votet mich mal nicht. Turbobrand. Ey, komm. Ey. Ich habe Gen 5 nie gespielt, Mann. Das ist schlecht für das Format. Blocky votet auf jeden Fall Letcho. Wir haben Lenny, der für Present geht. Wir haben Letcho, der sich direkt für diesen Vote mal rächt und für Blocky geht. Und damit steht es wieder 1-1-1. So und Present. Ich würde euch Timo vote, aber. Junge, ich hab gesagt, vote nicht mich, Letcho. Nicht mich. Scheiße, nein! Und Present und Timo sind wieder ein Duo und voten beide Blocky. Und damit muss sich der kleine Orange verabschieden. Wir haben heftigsten Kopf geschrieben. Da haben sie Angst gehabt vor der Konkurrenz. Na klar. Das ist das große Problem an der Stelle. Das ist okay, ich wollte sowieso ins Bett. Eben hast du noch geschrien, votet mich nicht, bitte. Ich bedanke mich beim Chat. Haut rein, Leute. Viel Spaß noch. Danke, dass du da warst. Und viel Glück, Timo, beim Schlachtesee. Let's go. Danke. Schlachtesee. Damit sind nur noch 4 Kandidaten übrig. Das Finale nähert sich. Blocky, 2 Herzen. Bam, bam. Habt ihr zweimal hintereinander Blocky gerade gewotet? Upsi. Upsi. Aber ich sag doch, wie beim letzten Mal, da war Blocky gut dabei und plötzlich raus. Ja, ne, ist echt so, das ist so, so ein Blocky-Ding. Gefährlich. Blocky ist ja jetzt raus, Letcho jetzt wieder Favorit, ja? Was sagst du dazu? Lass mal, Blocky hat dich benannt als Favoriten. Also. Ja, nein, Blocky hat ja keine Ahnung, der ist jetzt schon geflogen, der muss ja dumm sein.
Was ist das Besondere an den Kugeln am Körper von Regi Gigas? Die sind richtig schön. Nein. Sie repräsentieren jeden einzelnen der anderen Regi-Pokémon. Ja, wenn man das zusammenmixt, hat man es wahrscheinlich. Sie haben die Farben von Regi-Steel, Regi-Rock und Regi-Eis. Oh, genau, das ist das, was ich... Ja. Welches Mon entsteht aus der Kombination aus Vogelfossil und Drachenfossil? Happy, Electragon. Richtig. Wie heißt die Spezialfähigkeit? Da sind sie wieder, deine Gebrüder. Jawohl. Smogon und Smogmog. Trau dich. Reaktionsgas. Ja. Ja, ist leider richtig. Timo. Das ist schon richtig entschieden. Welches Pokémon hat den niedrigsten Initiativewert aus Generation 4? Mampfaxo. Exakt. Mit nur 5 Basepunkten. Wie heißt die Spezialfähigkeit von Kotomi? Irgendwas mit Baumwolle. Ich sag Baumwollsaat. Wollflaum wäre es gewesen, also nah dran. Wie heißt die Spezialfähigkeit von Kuriogel? Tänzer. Exakt. Wie heißt die Vorentwicklung von Wulaosu? Auf Deutsch Dakuma. Oder richtig. Dakuma. Was macht die Barbiri-Bäre? Anti-Stahlbeere. Exakt. In welchen Spielen kann man die Kanto-Region bereisen? Nenne mindestens 8. Excuse me, what the fuck? Okay, also, grün, rot, blau, gelb, blattgrün, feuerrot, let's go Pikachu, let's go Evoli. Das sind 8. Das sind 8. Das sind 8. Exakt, exakt. Zweite Gen wäre auch noch möglich gewesen. Hat die Attacke Karate-Schlag eine erhöhte Volltrefferquote? Nein. Doch. Hat die Attacke Drachenhammer eine erhöhte Volltrefferchance? Nein. Richtig. Gibt es Geschlechtsunterschiede bei Golking? Ja. Exakt. Was ist TM01 in Pokémon Schwert? Oh, ich weiß, irgendwas mit S war das, glaube ich, Erstangriff. Weil es TM01 ist, weißt du. Ja, es wäre Megakick gewesen. Okay, ihr dürft also, wieder voten. Ich finde das eine sehr tricky Runde, weil, also es gab, finde ich, eine nur wirklich Lost-Aussage. Ja, das mit Karadeschlag fand ich schon sehr lost. Ja, sehe ich. Crit, also das, ich finde das weiß, Mann. Lenny hat halt 2 von 3 falsch, aber da, beim allerersten, beim Regi, mache ich 0 Auge. Hattest du was falsch rein? Nee, ich hatte nichts falsch. Ich hatte auch was richtig. Wir haben folgende Situation. Und zwar hat Lenny gewotet für Timo. Beiden mit den 2 Herzen noch und ich konnte jetzt yeah, plötzlich nicht mehr. Das wäre jetzt asozial, so hoch 100 gewesen. Lecho ist asozial und geht für Lenny. Ja, tut mir leid. Dann haben wir Present und Present geht für Timo. Was? Hey, was? Nein, er geht für Lecho. Ich wollte nur kurz ein bisschen baiten. Ich wollte nur kurz eure Reaktion sehen. Und Timo ist gegangen für Lecho und damit verliert Lecho sein letztes Herz leider. Scheiß Karateschlag. Der war wirklich Karateschlag ins Gesicht. Ich glaube, Karateschlag war übrigens mal TM01 irgendwann. TM05 ist Brüller. Ist das egal. Rettet Lecho leider nicht. Lecho verliert sein letztes Herz. Okay, komplett random. TM5 ist übrigens Brüller. Danke, Brad, Brüller. Ist Psychokinese. Wetten, wenn ich nachgucke, was TM05 ist, war es nie Brüller. Es würde mich so nicht wundern. Alles da. Ja, das stimmt. Aber Lecho, Dankeschön fürs Mitmachen. Es war, denke ich, eine sehr solide Leistung. Wir müssen das nächste Mal uns einfach ein bisschen besser teamen. Also abstechen nachher. Ja, ihr hättet kämpfen müssen. Okay, damit sind wir zu viert. Interessante Situation nach wie vor. Wir haben Lenny mit einem Herz, Timo und Present mit 2 Herzen. Ich bin gespannt, ob jetzt Lenny fliegen wird und wir dann ein dickes Finale haben zwischen den beiden mit 2 Herzen oder ob Lenny sich noch ins Finale kämpfen kann. Wir werden es herausfinden.